Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von KSU4U Tech. Heute geht's weiter mit der kleinen Hardware-Reihe und heute möchte ich mich mit euch mit dem Thema Netzteile befassen, Computernetzteile. Da gibt es nämlich oft auch viele falsche Informationen oder viel falsches Wissen, was da unterwegs ist. Immer wieder liest man das und demnach möchte ich da jetzt mal so ein paar Sachen aufklären, damit ihr euch nicht hier den größten Dreck in eurem PC baut, weil Netzteil ist wie der Sprit fürs Auto. Wenn du da Scheiße reinkippst, dann geht das andere Zeug auch alles kaputt. Und wenn du ein scheiß Netzteil hast, dann kannst du damit auch die Komponenten komplett zerstören. Es geht ganz schnell, ist mir selbst schon mal passiert, damals ich noch keine Ahnung hatte. Und genau das möchte ich verhindern, dass es auch anderen passiert. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit den Netzteilen an für sich. Kurz vorweg, ich bin immer ganz gerne hier auf geizhals.de. Es ist kein Product Placement oder so. Ich möchte einfach nur sagen, ich finde die Suchmaschine, die Preissuchmaschine echt praktisch. Man hat eine coole Übersicht und kann ziemlich viele Daten eingeben. Und als normaler Nutzer wird einen, glaube ich, das hier erstmal erschlagen. Genau. Damit das aber eben nicht passiert, zeige ich euch jetzt ein bisschen, worauf ihr achten müsst. Also erstmal geht es damit los. Ihr habt euch ein System zusammengestellt. Wisst ihr, was ihr wollt. Jetzt sucht ihr nach einem passenden Netzteil. Dafür gibt es hier auch von BeQuiet, ebenfalls kein Product Placement, ich finde einfach nur wirklich praktisch, muss ich dazu sagen, gibt es diesen Netzteilrechner. Ist wirklich ein echt praktisches kleines Tool, sehr mächtig, sage ich jetzt einfach mal, sehr große Datenbank. Und wir nehmen jetzt einfach mal so eine Konfiguration, die ich oft im Internet lese. Wir nehmen da einen Intel 6700K mit zwei Festplatten, einer SSD, einem optischen Laufwerk und 2 GB Arbeitsspeicher als Optimalbestückung. Als Grafikkarte dient eine 89 Ti. Wir haben 2 Gehäuselüfter und eine All-in-One Wasserkühlung mit einer Pumpe und 2 Lüftern. Das Ganze soll übertaktet werden. So, jetzt könnt ihr euch mal kurz überlegen und mal schätzen, wie viel Watt das ganze System zusammenbringt. Und da gibt es jetzt dann genug Leute, die sagen, ja, da brauche ich ja mindestens 700 Watt. Das ist ja, das braucht so viel Strom. So, wir sind jetzt hier bei 507 Watt maximaler Wattbedarf. Maximal. Absolutes Maximum. Das Maximum, was diesem System quasi, was das System ziehen kann. Muss man gleich vorweg sagen. Denn diese 507 Watt sind niemals die Dauerleistung beim Spielen. Zumindest nicht mit diesem Setup. So. Jetzt sehen wir hier einige Vorschläge, natürlich von BeQuiet, weil BeQuiet stellt auch Netzteile her, die uns hier empfohlen werden. Da können wir uns so orientieren. Empfohlen wird hier ein 650 Watt Netzteil zum Beispiel. Man muss dazu jetzt sagen, 507 Watt maximal, das ist wie ein Auto, das ich im Drehzahlbegrenzer fahre. Das mache ich nicht dauernd, wenn es hochkommt ab und zu. Die Teile ziehen natürlich schon viel Leistung, so ist es nicht. Aber in der Regel nicht so extrem und nicht dauerhaft. Ich muss ganz kurz hier schließen, das nervt mich. So. Wir können jetzt einfach mal sagen, 507 Watt, ich würde jetzt mal sagen, Dauerleistung sind wir hier bei 430, 450 Watt ungefähr. Wenn ihr jetzt am Spielen seid. Kann vielleicht nochmal mehr werden. Dementsprechend 650 Watt, alles schön und gut. 550 sollte eigentlich auch noch reichen. Hier steht 92%. Das Ganze geht immer von der 80 Plus Zertifizierung aus. Das ist Effizienzrechnung bei 50 und 80% Auslastung. Arbeitet das Netzteil durchschnittlich im optimalen Effizienzbereich und dafür wurde diese Zertifizierung eingeführt mit 80 Plus. Da gibt es dann Bronze, Silber, Gold, Titanium, Platinum und was weiß ich noch alles. Schlag dich tot, da gibt es ungefähr alles. Das ist natürlich nicht das Einzige, wo ich im Netz achten muss. Nicht nur die Wattzahl und auch diese 80 Plus Zertifizierung, natürlich noch ein bisschen auf den Preis schauen und natürlich auch was verbaut ist, beziehungsweise wie das Ganze gebaut ist. Und da kommen wir jetzt zu so einem kleinen Mythos. Da gibt es immer dieses Single Rail versus Multi Rail. Also quasi eine Stromschiene gegen mehrere Stromschienen, wo das Ganze aufgeteilt ist. Und um das mal ganz kurz hier ein bisschen klarzustellen, ich habe hier mal ein kleines Bild und zwar sehen wir das. Wir gehen hier von einem, ich sage mal, 750 Watt Netzteil aus, 744, 12 mal 62 Ampere, kommen wir auf 744 Watt. Und diese 744 Watt werden über eine einzige Stromschiene geliefert. Und hier haben wir 4 Stromschienen, die alle eine höhere Stromstärke liefern können, alle 480 Watt, theoretisch also mehr, aber dafür gleichmäßig genauso diese 744 oder 750 Watt liefern können. Hier sehen wir 12 Volt
Also einmal nur 12 Volt und einmal, da gibt es vier verschiedene, also V2, V3, V4 und so weiter. Und genau. Und die werden über diese vier hier geliefert. Das können wir jetzt einfach mal, mal ganz banal vergleichen wir das jetzt einfach mal mit, wir haben ein Auto mit Einradantrieb. Klingt jetzt komisch, aber es ist, glaube ich, das einfachste Beispiel. Im Auto, da wird zum Beispiel nur das vordere linke Rad angetrieben, alle anderen drei laufen passiv mit. Oder wir haben ein Auto, wo über alle vier Räder das Auto angetrieben wird. So, wenn jetzt das Auto die volle Leistung nur einmal diese, über diesen einen einzigen Reifen bei einem Rad abgerufen wird, zum einen wird der Reifen natürlich ziemlich heiß, bei, sagen wir jetzt mal, 150 PS an einem Reifen, da hast du wahrscheinlich nur durchdrehende Räder und kommst kaum von der Stelle. Das heißt, der Reifen wird zum einen heiß, das Ganze ist natürlich viel stärker beansprucht, als wenn ich es gleichmäßig auf alle vier verteile. Und jetzt sagen wir mal, dieses eine hier fällt aus. Beispiel, der Reifen platzt. Dann komme ich gar nicht mehr voran. Das ist jetzt hier zum Beispiel angenommen und wir haben auf einer dieser Schienen einen Kurzschluss. Dann ist in dem Fall, wenn hier 62 Ampere einen Kurzschluss erzeugen, dann wird dieses Kabel wahrscheinlich einfach durchschmelzen. Da hilft dann auch kein Überstromschutz mehr, kein Kurzschlussschutz, weil bis der einspringt, ist wahrscheinlich das Kabel schon durch. Hier haben wir viermal viel geringere, also das heißt viel, haben wir viel geringere Amperezahlen, viel geringere Ströme, die fließen. Und somit ist das Ganze viel weniger gefährlich. Das sind jetzt gut, das sind hier jetzt nur 22 Ampere, aber 22 Ampere können ganz schön viel ausmachen. Wir reden hier von 744 Watt und hier von 480 Watt. Und dafür gibt es nämlich, da gibt es ja diese OCP, liest man oft, das ist diese Overcurrent Protection, also Überstromschutz, bzw. Kurzschlussschutz. Und das ist da ganz wichtig. Man kann sagen, wo haben wir es denn? Ich hätte das gerade hier noch offen. Genau. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Netzteilen sucht, sieht man Anzahl der 12-Volt-Ausgänge. 12-Volt-Schiene ist die wichtigste im Computer. Es gibt noch 3 Volt, 5 Volt und minus 12 Volt. Das ist die wichtigste. Da sehen wir hier, da gibt es dann ab 1, ab 2, ab 3, ab 4, 5 und so weiter. Ne, 5 nicht immer symmetrisch. So, und jetzt ist die Sache. Also, wenn wir jetzt hier bei Netzteilen reden, ich sage jetzt mal bis 550, 600 Watt. Dann ist das kein Problem, wenn das nur Single Rail ist. 600 Watt, das können wir mal ganz kurz hier ausrechnen. Da haben wir hier 600 Watt durch 12 Volt. Dann haben wir maximal 50 Ampere auf einer Stromschiene. 50 Ampere, die meisten Schutzschaltungen regeln dann auch recht zuverlässig. Oder 550 oder 400 Watt so grob. Da ist das kein Problem. Wenn ich über diese Werte drüber komme, ich gehe jetzt mal so in den 750, 800 Watt Bereich. 800 Watt durch die 12 Volt sind wir bei 66 Ampere. Da fließt schon einiges mehr an Strom. Da sind wir eben bei dem Beispiel von hier eben. Da sind wir hier ziemlich hohen Strömen auf einer einzigen Rail. Wenn da ein Kurzschluss entsteht, dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Deswegen ist es sinnvoll, sagt man so, dass man ab 550, 600 Watt auf mehrfache Stromschienen setzt und ich nehme nicht nur eine. Und was ganz wichtig ist, bei den Netzteilen jenseits der 1000 Watt Region, ja, jetzt habe ich vertan, bei den Netzteilen jenseits der 1000 Watt Region, da fließen hier Ströme, da kommen wir dann bei den höheren sogar schon an die 100 Ampere hin. Also das ist aus der Steckdose kommen, eine Steckdose, die ist meistens zwischen 14 und 18 Ampere grob abgesichert. Das sind Ströme, die willst du, weiß Gott, nicht, dass da ein Kurzschluss entsteht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es Netzteile sind mit mehreren Stromschienen. Das kann sonst ganz böse in die Hose gehen. Jetzt genug Beispiele, wo Netzteile einfach mal die komplette Hardware einfach zerschossen haben, wo einfach alles abgeraucht ist. Deswegen immer ganz wichtig, ab 550, 600 Watt bitte schauen, dass es Multirail ist. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, worauf man achten muss. Wie gesagt, zu dem Single versus Multirail, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann es auch gerne noch mehr erklären. Es ist nicht so einfach zu erklären, wenn man da noch nie was von gehört hat. Nicht zu verstehen, sorry. Genau. So, jetzt haben wir hier unser System, 507 Watt maximal Wattbedarf. Uns wird vorgeschlagen 56 Watt. Wir nehmen das jetzt einfach mal. So, was sind wir hier? Also wir sagen jetzt hier zum Beispiel, ja, ab 600 Watt gehen wir mal und machen mal bis 700 Watt. So grob schon mal das einzugrenzen. Ja, stell das mal draußen. Formfaktor ist quasi die Größe, das ist quasi ein festgegebenes Format. ATX ist das gängige, das sind die teilweise für Server-Sachen, also brauchen wir auf jeden Fall ein ATX. Die Version
hat was mit den Stromspar-Features zu tun von den Prozessoren zum Teil. Das ist eigentlich jetzt erstmal irrelevant. Kühlung würde ich auch mal rauslassen, weil es gibt genug, die eben auch semi-passiv arbeiten. Wenn man aktiv anklickt, fallen die nämlich raus und das sind teilweise die Be Quiet, die dann einfach rausfallen, weil Be Quiet oft semi-passive haben, wo dann der Lüfter erst anspringt, wenn wirklich das Netzteil mehr belastet wird. Wichtig ist PFC aktiv. Das ist der Power Factor Corrector or Correction, also Leistungsfaktor Korrekturfilter, schlimmes Wort auf Deutsch, der quasi zwischendrin auch Schwankungen ausgleichen kann. Ja, dann 80 Plus Zertifizierung, ist immer bei 115 Volt gerechnet, ist ganz wichtig, aber das ist hier übertragbar. Mindestens mal ab 80 Plus Bronze, würde ich sagen. In der Regel haben die meisten das heutzutage schon. Durchschnittliche Effizienz können wir mal rauslassen. Ja, Anschlüsse, 2024 Pin brauchen wir auf jeden Fall. Mal schauen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich der, der auf Mainboard kommt, der große Stecker. Das lassen wir jetzt erstmal so. Dann geht's los. Anzahl der PCI Express 6 Pin und 8 Pin. Das, ich kann es euch das mal ganz kurz zeigen. PCI Express. Cool. Gut, dass ich was eingegeben habe. So, jetzt hat Bilder. Und zwar schauen die so aus. Das sind diese Stecker hier. Und hier haben wir zum Beispiel einen 8-poligen. Schönes Beispiel, 6 auf 8 Pol. Totaler Blödsinn, aber gut. Gibt es auch so, zum Beispiel 2 Molex auf 6 Pin, wenn manche Mädels nicht können. Beziehungsweise die meisten Netzteile haben heutzutage 6 plus 2. Das heißt, man kann entweder 6 oder 2 dazu und sind es 8 nutzen. So, die brauchen wir meistens, oder die brauchen wir in der Regel für Grafikkarten. Jetzt ist die Frage, 89 Ti, muss ich ganz kurz schauen. Ich glaube, die hat einen 8-Pin und einen 6-Pin. Kurz schauen, was die hat. Egal, wir gehen jetzt mal davon aus, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die einen 6- und einen 8-Pin hat. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Die hat einen 6 und einen 8 Pin, dabei müssen wir rechnen, der PCI Express Bus schafft 75 Watt. Ein 6 Pin Stecker schafft ebenfalls 75 Watt. Dann haben wir hier 2x75 und ein 8 Pin schafft 150 Watt, also plus 150 bei 300 Watt, die Grafikkarte maximale Leistungsaufnahme hat. Also wir brauchen jetzt mal mindestens einen 6 Pin und einen 8 Pin. Schon mal aus. Ja, S-Arte und so weiter sind in der Regel genug dabei. Was jetzt hier wichtig ist, wir wollen mindestens ab 2 Stromschienen. Und wir können entweder jetzt Vollmodular oder Teilmodular auswählen. Modularität heißt, ich kann die Kabel abnehmen. Bei Teilmodular kann ich diese ganzen Zusatzkabel, PCI Express, 6-Pin, 8-Pin, S-ATA, IDE, Floppy und so weiter abnehmen. Aber der Hauptstrang fürs Mainboard mit dem 24-Pin und den 2 4-Pin oder 8-Pin, der ist fest dran. Und bei Vollmodular kann ich das eben komplett abnehmen. Also auch den Hauptstrang. Aha. Auch interessant. Wir wollen auf jeden Fall... Teilmodular. Wir wollen, dass das Ganze später schön ausschaut, dass man die Kabel abnehmen kann, verstecken kann, dass man das nicht so sieht. Und was wollen wir noch? Was ist noch wichtig? Ja, was machen wir denn noch? Aktivkühlung ist eh nur noch drin. Da können wir gar nicht mehr so viel auswählen. Also wir haben jetzt schon mal eine Auswahl getroffen. Ich gehe jetzt dann hier mal ganz gerne auf Bestpreis. Viele nehmen dann nämlich hier sowas. Dazu ist gleich zu sagen, dass die Finger davon. Es gibt genug Leute, denen diese Teile um die Ohren geflogen sind. Die Dinger haben Sicherheitsfeatures gleich mal gar keine, wenn ich das so richtig sehe. Das ist schon mal ganz toll. Es gibt auch genug Tests, wo sie nicht mal diese 80 plus Bronze-Zertifizierung erreichen, sondern viel schlechter arbeiten. Lass die Finger von sowas. Auch dieses Intertech, Raid Max oder so, LC Power, Tortech sagt mir auch nichts. Lass da die Finger weg. Gute Netzteile, meiner Meinung nach, gibt es von Be Quiet, Antec, Corsair. Was haben wir noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken, da gibt es nämlich so viele.
Genau, hier, Antec, Be Quiet haben wir, Cooler Master sind ganz, ja, gehen, Corsair auf jeden Fall, EVGA, Enermax gibt es auch ein paar ganz gute, was haben wir noch, Lepa, naja, das geht so, finde ich, was sind wir, Rasovo, nein, Seasonic auf jeden Fall, sehr, sehr gut, sind eigentlich recht führend, sag ich jetzt mal. Was gibt's noch? Superflower, naja, das geht so. Super Micro ist eher so nicht für den Consumer gedacht. Thermal Take ist auch noch so eine Sache, ist ganz okay. Ja, XFX vielleicht noch, aber hauptsächlich würde ich setzen auf Be Quiet, Antec und Seasonic. Das sind so die für und Corsair. Genau, wir haben jetzt hier noch ein paar übrig. Wir haben hier Be Quiet auf jeden Fall. Wir haben hier, was haben wir noch? Ja, Be Quiet. Cougar ist jetzt nicht so, aber kein Erfahrungswert. Wir wollen jetzt mal nur die Be Quiet Netzteile. Schauen wir uns die mal an. Da haben wir jetzt hier das L8CM, das ist die 10er, i9er Serie. So, da ist jetzt immer so eine Sache. Jetzt gibt es hier das günstigste für 81 Euro, das L8. Muss man dazu sagen, das ist aber total alt. Das ist seit 2011 gelistet, ist jetzt 5 Jahre alt, dieses Netzteil. Es funktioniert bestimmt. Aber es ist einfach nicht mehr von der Technologie auf dem aktuellen Stand der Zeit. Ich würde es nicht mehr nehmen, auf keinen Fall. Das würde ich nicht, einfach nicht nehmen. Die L8-Serie, das ist nichts. Ich würde bei den Be Quiet immer schauen, dass ich in die Straight Power oder Dark Power komme. In die Serien, was haben wir denn hier noch? Da gibt es noch eine, also Straight Power, Power Zone, naja, Pure Power auf jeden Fall nicht. Also eher so Straight Power, Dark Power Pro. In die Richtung würde ich gehen. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel... wo haben wir es denn? Das Dark Power 56 Watt. Das zum Beispiel. Ein ganz gutes Teil. ATX 2.4, also steht auf die neuesten Features. Das ist ein gutes Netzteil und ja, man zahlt für ein gutes Netzteil auch mal gerne 150 Euro, auch wenn es nur 56 Watt sind. Deswegen immer schauen, dass das für Features, habe ich gerade vergessen zu zeigen, und zwar. Wir haben hier ja so eine schöne Übersicht. Wo ist es denn? Was wir hier haben. Also wir haben 4x6 oder 8 Pin, einmal 6 Pin P6 Plus nochmal zusätzlich. 8x S-ATA, 5x IDM Floppy, 4 Lüfteranschlüsse hat das Teil auch noch. Sehr coole Funktion. Und hier sehen wir nämlich, liefert auf der 12 Volt V1 steht 20 Ampere, auf der zweiten auch 20 Ampere, auf der dritten 25, auf der vierten auch 25. Durchschnittliche Effizienz ist 94%, sehr gut, es ist 80 plus Platinum zertifiziert und hat ebenfalls auch die Haswell C6, C7 Low Power States. Sehr gute Sache. Wir haben hier einen 8-Pin und nochmal einen 4 plus oder 4 oder einen 8-Pin Anschluss für auf dem Mainboard. Das wäre ein Netzteil, kann ich auf jeden Fall gut empfehlen. Aber bitte lasst von Sachen wie dem hier, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele. Hier. Sowas hier. 1050 Watt. Da. Das da. Finger weg von sowas. Diese Teile bringen niemals die Leistung, die da drauf steht. Da gibt es genug Netzteile. Gibt es bestimmt. Ich weiß nicht, ob es in der hohen Region auch noch welche gibt. Da gibt es Netzteile. Ja, hier sind eigentlich nur noch bessere angesiedelt. Die versprechen, dass. Das Wunder vom Himmel und die sind scheiße. Da brauchst du nur mal irgendwo, das ist wahrscheinlich noch nicht mal der Schutzleiter richtig gebaut, irgendwie zusammengebastelt, schlechteste Technik. Wenn die mal richtig belastet werden, die geben an 1000 Watt, dann schafft das Ding vielleicht 300 und dann knallt euch alles durch und es kann alles im Arsch sein. Bitte schaut, dass ihr wirklich ein gutes Markennetzteil findet und wenn nicht, im Zweifelsfall fragt Leute, die Ahnung haben, weil es bringt nichts, wenn ihr tolle Hardware habt, wie zum Beispiel den i7, den 89 Ti, und dann spart ihr am Netzteil. Das ist Quatsch. Das ist, bringt's einfach nicht. Das wäre genauso, wenn ich hier Bio-Diesel in normalen Diesel reinkippe, der dafür nicht ausgelegt ist. Geht mir die Maschine auch kaputt. Einfach nicht machen. Schaut euch dazu im Internet Berichte an. Es gibt genug Leute, die Dinger bewerten, wenn ihr mal nichts findet. Es gibt tolle Suchmaschinen. Da kann man genug darüber finden und wenn wirklich nicht, dann fragt Leute. Es gibt bei uns in der Community die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt. Wir helfen euch da gerne weiter. Aber bitte, 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 bitte kauft nicht so eine Scheiße, die euch irgendwo versprochen wird mit wunderst was 1000 Watt. Das ist Blödsinn. Die gängigen Hersteller habe ich gesagt. Ich werde auch dafür nicht bezahlt oder so. Das ist einfach Erfahrungswerte, die ich da habe und auch viele andere.
setzt auf sowas und nicht auf irgendwelche No-Name, sonst was, 1500 Watt Netzteil, bla, Zeug, das ist Quatsch. Ihr habt damit keinen Spaß und es bringt euch im Endeffekt gar nichts. Genau, auf jeden Fall, das war jetzt der nächste Teil von der kleinen Hardware-Reihe. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt in die Community, schreibt unter das Video, meldet euch, wenn ihr Probleme habt. Wenn ihr Fragen habt, wir sind immer da für euch. Und schaut auf jeden Fall auch noch auf den Cools of You TV und auf den Gaming-Channel. Ja, und ich würde sagen, das war's. Euer David von Cools of You Tech.